Hallo und herzlich willkommen beim Fluch von Nax Ramas. Wir werden uns heute an die heroischen Aufgaben wagen und die große Spinne Mexna ist eigentlich so die einfachste. Ihr kennt ja die Fähigkeit, sie nimmt einfach einen Gegner wieder raus und wir haben dazu an der linken Seite folgendes Deck zusammengestellt. Es ist ein sehr, sehr starkes Heiler-Deck, also wir haben komplett auf Heiler. Ich habe allerdings auf das Urtum der Lehren verzichtet, einfach um ein Anfänger-Deck zu machen. Urtum der Lehren hat natürlich den Vorteil, dass es gleich 5 auf einmal heilt. Aber ich denke, wir können das trotzdem schaffen. Und wir schauen, dass wir die 8er Heilung möglichst nah vorne halten. Unsere Aufgabe wird jetzt sein, ihm möglichst nur Gegner zu geben, die einen Schaden machen. Das heißt, wir können maximal 7 Schaden einstecken von ihm. Und fangen damit als erstes an, dass wir seine kleinen Spinnen hier in so einen Verdopplungsmodus kriegen. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Gegner mit 1 und das ist gut. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Glück. Er münzt schon mal und spielt als nächstes einen Terrorwolf. Das ist blöd, den müssen wir natürlich wegkriegen, weil damit machen seine beiden anderen Spinnen natürlich jetzt plötzlich 2 Schaden, was wir nicht wollen. Ich überlege hier, ob ich den Kreislauf spielen soll. Und denkt mir, wenn er den Zehner nicht spielt, er hat ja auch diesen großen Zehner. Und damit sollten wir es eigentlich schaffen können. So, ich muss hier mal kurz den Chat. Immer wenn ich gerade am Aufnehmen bin, dann kommen sie. So, entsprechend. So, wir haben jetzt schon 4 Gegner hier mit einer 1. Und machen jetzt einfach weiter. Machen wieder unsere Heldenfähigkeit. Verdoppeln die eine Spinne hier und haben jetzt schon 5 auf dem Deck. Gut, das Ganze müssen wir jetzt eigentlich, das ist ein guter Drop, der Steingargoyle, damit können wir nämlich, wenn wir zu viele Karten bei uns haben, wie beispielsweise wenn der Wolfsräder jetzt wirklich nichts mehr bringen sollte, können wir den da dran entsprechend halt eben ab. So, wir nehmen die eine Spinne noch und verdoppeln auch die letzte und haben damit unser Deck jetzt eigentlich voll gefüllt. Können auch hier nichts machen. Und droppen jetzt auf die 11 runter. Und für ihn sieht es jetzt folgendermaßen aus. Er kann keine Karten mehr ausspielen, weil er hat keine direkten Zauber, außer seinen Zerstörungszauber. Gut, wir nehmen rein, heilen uns hoch und sind damit eine weitere Runde halt eben safe. Gut. Wir bekommen wieder unsere typischen 7 Schaden. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass wir jetzt möglichst schnell hier mal ordentliche Heiler bekommen, damit wir das Ganze ja auch irgendwie überleben können. Bekommen leider nur einen Wolfsreiter. Das ist blöd. Also eine macht 5, aber beide Wolfsräder zusammen machen 6 Schaden. Deswegen nehmen wir die beiden Oschis. Gut. Er schickt sie uns wieder zurück. Das ist eh immer die gleiche Vorgehensweise, die er macht. Immer zuerst seine Heldenfähigkeit und dann Karten ausspielen und zum Schluss halt eben mit allen angreifen. Gut, wir sind im Todesbereich. Jetzt müssen wir einen Heiler bekommen. Und wir haben Glück, wir bekommen unseren Dreierheiler. Den setzen wir natürlich gleich rein. Und spielen nochmal einen Wolfsreiter. Und machen ihm nochmal 3 Schaden rein. Er schickt wieder beide zurück. Und es sieht wieder panisch aus für uns. Das ist nicht gut. Man braucht ein paar Mal, bis man eine optimale Kombination hat, aber das Deck hat natürlich viele Heiler. Also wenn ihr das Urturm der Lehren habt, nehmt lieber das rein, weil die 5 Heilungen sind halt echt Gold wert. Gott sei Dank bekommen wir die Heilung. Wir setzen die gleiche auf uns an. Spielen noch den zweiten Heiler. Jetzt immer Heiler spielen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann halt eben, nur einen Schaden halt eben rein. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ich auch noch den zweiten Heiler reinbekomme. Weil wir dann natürlich hier einmal die 3 Heilung haben, nochmal 3 Heilung haben und über die Heldenfähigkeit auch nochmal 1 und können dadurch das im Prinzip bis zur Unendlichkeit überleben, bis wir eine gute Karte bekommen. Wir bekommen aber leider nur den Voodoo.
Und jetzt beginnt unser Spiel mit dem Zerstören eigentlich. Hier war mir das Ganze noch nicht ganz klar. Und ich spiele ihn einmal ran und dann sehen wir, was Blödes passiert. Und zwar, er nimmt ja zwei Zufällige raus und schickt uns genau die beiden Falschen raus. Ich habe natürlich gehofft, dass er uns den Wolfsreiter draußen lässt. Aber nein, er zerstört uns den anderen. Und wir haben wieder einen Heiler weniger und damit wird es natürlich wieder für uns panisch. So, die Runde werden wir aber auf jeden Fall noch überleben. Gott sei Dank bekommen wir wieder einen zweiten Heiler. Einmal Heiler, zweimal Heiler, Heldenfähigkeit, hier bin ich jetzt Gott sei Dank. Ja, ich überlege noch, soll ich den Wolfsreiter noch spielen? Oh nein, lassen wir noch da. Wir haben ja auch noch erst 4 Karten. So, er schickt wieder beide zurück und es beginnt wieder das beliebt lustige Heilungsspielchen. Mit der Kombination werde ich natürlich nicht ewig überleben können. Einfach aus dem Grund, er macht 3, er macht 2, sind 5, plus der sind 6. Langt uns nicht zum Überleben. Deswegen wieder das gleiche, hier ein, zweimal heilen. So, Heldenfähigkeit. Und das Ganze nach oben. So, seine Karten verbrennen inzwischen. Er hat volle 10, kann aber überhaupt nichts ausspielen. Und wir bekommen wieder die 7. Ja, deswegen dauert das Video jetzt auch ein bisschen länger als die üblichen Videos. Also, aber die Hälfte haben wir schon überlebt. So, der sieht natürlich sehr schön aus. Meine Augen sind offen. Und ich überlege noch, muss aber mich natürlich wieder hochheilen, damit ich es überhaupt überleben kann. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Und bin am Überlegen, wie ich es spielen soll. Spiel die Heldenfähigkeit und. Bereit zum Ausritt. Ja. Ich werde mein Deck ein bisschen aufräumen. Wir haben jetzt hier einen Viererangriff. Und ja, macht nichts mehr. Den zweiten lassen wir mal noch drin. Genau. So, das ist die eklige Karte. Der Riese, ja, ist fast tödlich. Wenn er den ausspielen kann, haben wir so gut wie verloren. Weil man sehr, sehr viel Energie an ihm verschwendet. Außer man hat eine direkte Zerstörungskarte. Und wir sind auf 3 runtergefallen. Okay. Wir nehmen es wieder raus. Zack. Wir können jetzt hier auch den Tank spielen. Oder wir gehen wieder in den Direktangriff natürlich. Haben hier noch eins. Ich überlege noch. Die Raketen. Und einen Griff auf den Bauch. So, er ist inzwischen auf 21. Das nekrotische Gift ist Gott sei Dank verbrannt. Und unser Heiler überlebt Gott sei Dank. Das ist natürlich schön. Können wir auch gebrauchen. Allerdings heilt er jetzt natürlich in dieser Runde nicht. Und aber wir bekommen Gott sei Dank Biss. Ist so gut wie eine Viererheilung. So, spielen noch unseren zweiten Heiler, der muss sein. Zusätzlich noch Heldenfähigkeit, damit sind wir jetzt wieder auf 10 hochgeheilt. Also lauter Fähigkeiten, die einfach uns entweder Rüstung geben oder uns heilen können, sind hier Gold wert. Weil wir einfach so lange wie möglich überleben müssen. So, Maxna ist inzwischen bei 14. Und er nimmt uns alles weg, was irgendwie geht. So, nächste Runde. Wir bekommen Zorn. Sehr schön. Wieder unser normales Spiel. Wir machen hier. Und jetzt kommt ein Zug, der ist, könnt ihr euch merken. Und zwar, wir spielen unseren Wolfsreiter aus.
Ich überlege hier noch, soll ich die 3? Nein, ist blöd. Wir benutzen die Karte anders über den 1er. Ich überlege, ob ich... Och, Andreas. Ja, wir hätten eigentlich Wolfsreiter und den dann vernichten sollen. Aber das war natürlich blöd, weil damit hätten wir nochmal 3 Schaden direkt auf Max nachspielen können. Das fällt mir natürlich jetzt auf. Ja, dann nochmal einen Angriffsschaden drauf. Und das Ganze nach unten. Die beiden gehen wieder zurück. Und sie liegt bei 13. Gut. Wir haben viele Karten drauf. Gut, deswegen jetzt die Kombination. Heiler. Zweiter Heiler. Dann unsere Heldenfähigkeit drauf. Zack. Es muss einfach immer sein, damit wir überleben können. Spielen nochmal den Wolfsreiter und dieses Mal nehmen wir den Kreislauf der Natur. Weil hiermit können wir jetzt 3 Schaden nochmal auf ihn direkt drauf machen. So, einmal hier. Und damit jetzt nicht die Falschen wieder kaputt gehen, gehe ich hier auf Vernichtung. Und bei ihm verbrennt die Kaiserkobra. Er hat nur noch 7 Karten. Das heißt, wenn alles blöd laufen würde, könnten wir auch damit vielleicht sogar überleben. Weil ihm die Karten einfach schneller ausgehen als uns. Und wir bekommen 7 und fallen auf 1 runter. Das ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt keine Antwort haben, dann verlieren wir. Und wir bekommen Anregen. Sehr schön. Und damit können wir 2-mal den Ansturm spielen. Weil wir die 12 Mana haben. Das ist die erste. Darf ihre 5 Schaden austeilen. Jetzt Anregen. Die zweite darf die 5 Schaden austeilen. Und Max Knight ist erledigt. Also mit einem stärkeren Heiler wie im Urturm der Leeren habt ihr natürlich eine absolute Chance, dass ihr das Spiel eigentlich fast jedes Mal gewinnen könnt. Nichtsdestotrotz, so können wir auch mit einem einfachen Deck halt eben das Ganze gewinnen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Oder wenn es euch was gebracht hat, Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bis zur nächsten Runde, ciao.